meine Damen und Herren, es ist ja selbstverständlich klar, es gibt eigentlich keinen Auftritt, der nicht Wahlkampf ist. Und vor der Wahl ist nach der Wahl, nach der Wahl ist wieder vor der Wahl. Strom aus der Wüste ist das Thema von meinem Vortrag. Ich bedanke mich schon vorneweg für den Support bei meinem Sohn, Herr Jakob, der hier ein paar Vorarbeiter geleistet hat für dieses ganze Ding. Meine Damen und Herren, der Strommix in der Bundesrepublik Deutschland sieht aktuell so aus, dass wir ungefähr 17% erneuerbare Energien im Strommix drin haben, 22% Kernenergie, Braunkohle, Steinkohle noch bei deutlich über 40% mit einem Energieverbrauch von über 600 Milliarden Kilowattstunden. Wenn Sie sich jetzt Baden-Württemberg anschauen, sieht diese ganze Geschichte noch dramatischer aus. 50% Kernenergie im Mix und deutlich weniger erneuerbare Energien. Und was man bei der Erneuerbare sieht, das sind alles alte Laufwasser- und Speicherwasserkraftwerke. Und unser Ziel, das wir eigentlich verfolgen bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass wir langfristig 100% unserer Energie aus erneuerbare Energien decken. Das funktioniert natürlich nur mit den ganz großen, berühmten 3 Es. Einsparung, ganz klare Geschichte. Wenn man 4 Lampen hat, macht man 2 aus, dann hat man die Hälfte Strom gespart. Effizienz ist ein ganz wichtiger Punkt und natürlich erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien funktioniert regional, Energiegenossenschaften in Aden, in Erlangen bereits gegründet. Es funktioniert national mit einem intelligenten Stromnetz, mit Offshore-Windparks, bloß als Beispiel. Und es kann global vernetzt funktionieren mit Strom aus der Wüste. Das Ziel von Strom aus der Wüste ist, bis 2050 ca. 15% vom europäischen Strombedarf mit diesem Projekt, mit diesem Strom aus der Wüste zu decken. Und dazu ist ein Einsatz von 400 Milliarden Euro geplant. Und zu diesem Grund haben sich 2009 12 große deutsche Firmen zur Desert Tech Foundation zusammengeschlossen, mit dem Ziel, Strom aus Afrika für Afrika und Europa zu gewinnen, 50 Milliarden für intelligente Stromnetze zu investieren, die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren und natürlich den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Sie sehen hier das Bild von einer Referenzanlage, die in Andalusien steht, seit einigen Jahren. Und mit dieser Anlage werden 600.000 Haushalte in Spanien bereits seit einigen Jahren sehr zuverlässig und konstant mit Stromenergie versorgt. Das ganze Netz sieht natürlich einen Verbund von Nordafrika mit Europa vor. Sie sehen hier oben Windkraftanlage, Sie sehen Photovoltaikanlage, in Norwegen natürlich die Pumpspeicherwerke und hier Concentrated Solar Power Plants, die auch in Afrika kombiniert werden, wieder mit Windkraftanlage. Notwendig hierzu sind ca. 1000 Kilometer neue Stromleitungen. Wir brauchen Hochleistungsstromübertragung, wir brauchen Umwandlung durch Wechselgleichrichter und es ist natürlich auch klar, was auch die jetzige Bundesregierung immer wieder sagt, das bestehende Netz muss ausgebaut werden. Concentrated Solar Power Plant sieht so aus, dass wir ein Solarkollektorenfeld haben mit einem Wärmetauscher, das von der Sonne erhitzt wird, Öl- und Dampfturbine antreibt, dadurch Strom produziert und gleichzeitig aber, und das ist gerade die besonders gute Geschichte für Afrika, auch zur Meerwasserentsalzung dienen kann. Geplant ist Wettbewerbsfähigkeit ab 2020 durch einen großflächigen Ausbau von diesen Concentrated Solar Power Plants. Diese bestehen aus recycelbaren Rohstoffen. Die Technik ist seit über 100 Jahren erprobt. Bis 2050 ist auch geplant, 10.000 Solarkraftwerke, die ca. 7.500 Terawattstunden Energie produzieren können. Ich habe mir so aufgeschrieben, alle 419 Atomkraftwerke dieser Erde produzieren aktuell gerade ein Drittel von diesem Strom. Natürlich sparen diese Anlagen eine Riesenmenge CO2, 4,7 Milliarden Tonnen. Wenn immer wieder ein Beleg gesucht wird für erneuerbare Energien, für das Greening unserer Wirtschaft, es ist gerade so eine Anlage, die das möglich macht, mit jährlich 15 Milliarden Euro Investitionen. Und die Stromerzeugungskosten, die derzeit noch bei 15 Kilowattstunden liegen, sinken durch den großflächigen Ausbau auf
8 Euro pro Kilowattstunde. Und Sie sehen hier auch nochmal einfach ein systematischer Aufbau von einer Windkraftanlage, wie sie offshore eingesetzt werden können. Vor- und Nachteile für Afrika: sichere Wasserversorgung, Deckung der Grundbedürfnisse in Afrika. Es ist ein wesentlicher und ein wichtiger Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich ist es ein Neubeginn der Beziehungen zwischen Afrika und Europa, der nicht auf Ausbeutung beruhen soll. Vorteile für Europa sehen wir natürlich in bis zu 580.000 neuen und zusätzlichen Arbeitsplätzen allein in der Bundesrepublik Deutschland. Es sind neue Geschäftsfelder in Afrika zu entdecken und ca. 400 Milliarden Euro Gewinnchancen für europäische Firmen. Weitere Vorteile sehen wir drin, natürlich die massive Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Umweltschutzziele müssen irgendwie erreicht werden und nur mit kleinen Laufwasserkraftwerken im Koch und Jagd funktioniert das nicht. Wir brauchen auch große Lösungen. Wir haben natürlich auch Nachteile. Vor 2-3 Wochen, als die Liebing-Geschichte losging, war das natürlich eine ganz klare Geschichte. Jetzt haben wir wieder andere Sachen. Diese Riesenkatastrophe in Japan, die deutlich macht, wir brauchen diesen Ausbau. Und das war der kleine Überblick über das Attack. Dass es natürlich noch anders funktionieren kann, das soll dieses Bild noch demonstrieren. Man kann auch selber einen kleinen Beitrag dazu leisten, erneuerbare Rohstoffe aus der Region in der Region zu nutzen. Herzlichen Dank. Thank you.